Maschine passt nicht. Muss zurück. Guten Morgen. Oh. Montagmorgen, kurz nach 8. Wir starten denn jetzt mal genüsslich. Erstmal mit tanken. Das habe ich nämlich Freitag nicht mehr gemacht. So, und dann heute Morgen, da muss ich mal heute ein Auge behalten, ist Madame ganz schwer angesprungen. Ich tippe mal, dass jetzt nach über 2 Jahren die Batterien platt sind. Kann eigentlich nicht sein, weil der DAF ist eigentlich nicht als Batteriefresser bekannt, aber gucken wir mal. Wahrscheinlich habe ich nur irgendwas im Auto angelassen. Auf alle Fälle quakte der Stromwandler heute Morgen. Und er ist ganz schwer angesprungen, hat auch gleich Licht alles angemacht. Ich denke mal, ich werde irgendwas angelassen haben. Ja. Tanken, es ist glaube ich. Was ist das jetzt tatsächlich? 10 nach 8. Dann starten wir genüsslich mal mit Umfuhren. Ganz gemütlich am Morgen. Aber erstmal voll tanken. Wenn wir die Tanks dann voll kriegen. Ja, so starte ich jetzt erstmal die neue Woche. Schauen wir mal, was denn so die Woche noch für uns bereithält. Rein theoretisch müsste das mal eine Samstagsarbeitswoche sein. Schauen wir mal. Das wissen wir ja, ja, wenn die Woche rum ist. Der erste Trailer heute Morgen war schon eine kleine Herausforderung. Weil er oben in der Wache, wo die Anmelde ist, hat mir aufgeschrieben, Stellplatz 8000. Ich rumgefahren, Stellplatz 8000, kein Trailer da. Bin ich zur Bahn hingefahren, hab gesagt, kannst du mir richtig Stellplatz verraten? Ja, die hat mir dann auch gesagt. Eine halbe Stunde einen Trailer gesucht. Heute Morgen schon. Oh Mann. Das ist Montag, das ist so richtig Montag. Ja, dann rief eben Jörg an, Disponent, und fragte, ob ich eine Duomatic an Bord habe oder eine England-Kupplung. Nein, wäre eine Duomatic, also Duomatic habe ich, ja, aber keine England-Kupplung. Was wohl immer er damit vorhat. Oder was noch kommt, ich habe keine Ahnung. Na, auf alle Fälle haben wir den Trailer jetzt nach Kiel. Ein Container zurück. Das heißt, nochmal zum Ostuferhafen
und nochmal schnell Chassis holen mit dem Container nach Trave. Und dann läuft wir in Trave noch einer irgendwie. Ja, also so bis jetzt, bis nach dem Mittag der Plan. Schauen wir mal, was denn danach kommt. Bis gleich, ihr zwei Süßen. So. Trailer abgestellt. Jetzt hole ich noch Containerchassis aus dem Ostuferhafen. Wenn der Kollege hier vorne jetzt nicht im Weg stehen würde. An die 1 kam auch gerade. Ja, Containerchassis holen. Es soll im Ostuferhafen stehen. Nichts Genaues weiß man nicht. Aber ich hoffe mal, dass es tatsächlich da ist. Kann auch nicht funktionieren, weil kein Auflieger dran ist. Mädchen. Jo. Ach, hier so blöd ist die Ampel gar nicht. Ja, ey, was wollte ich euch erzählen? Ich weiß aber nicht was. Achso, es war ein schönes Wochenende übrigens. Das Wetter war schon mal Bombe. Das kann man auch so bleiben. Heute ist auch mein erster Arbeitstag in kurzen Hosen. Mal, tatsächlich, mein erster Arbeitstag in kurzen Klamotten. Zumindest kurze Hose. Wir haben 18,5 Grad in der Sonne. Da kann man schon gut mit leben, ne? Kann man so richtig gut mitleben. Nein, nur ein schönes Wochenende. Danke dafür. Da habt ihr euch versteckt. Aber ich sehe hier kein Chandler-Chassis. Dann nehme ich doch mal einfach das Tankchassis, wa? Würde ich sagen. Boah, nehmen wir das Tankchassis. Das ist das Einfachste. Ich denke, nehme ich mal das Bruno das normale Chassis braucht. Mal gucken gehen. Das sieht doch gut aus. Da sieht er sogar sehr gut aus. Ha! Aber! Sehr gut! Ja, wir haben denn jetzt, wie ihr seht, eine spontane Planänderung.
Geil. Andi 1 nimmt jetzt hier das. Nimmt jetzt hier das Chassis. was ich eigentlich nehmen wollte. Und fährt den Voodoo, den ich eigentlich nach Trave fahren sollte. Und ich fahre jetzt. Ja, ohne nix, ohne alles. Zurück nach Travemünde. Geil. Ja. 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 Tja, passiert, ne? Da hat man mal Bock auf einen Croissant und dann sieht das gleich so aus. Ah, ich hasse das. Ich hasse das. So. Ja, Trailer. Genau, den Trailer bringen wir jetzt rüber zum Skandinavien-Kai. Der sollte ja angeblich im Seeland-Kai stehen. Tat er aber nicht. Steht hier im Lehmann-Kai, weil die Finn haben aufgehört zu streiken. Also ist es wieder so, donnerstags und sonntags kommen die Schiffe an Lehmann-Kai an. Genau, weil wie schon gesagt, die Finn streiken nicht mehr. Ups. So, also jetzt mal einmal was grob messen. Und zwar soll ich aus Cuxhaven einen Tieflader holen. Der hat 1,25 Meter Aufsattelhöhe. Das sind 1,10 Meter. Ne. Brauche ich nicht hin. Ich brauche mal ein Stück Holz. Ganz hoch gepumpt, 1,20. Lop. Das wird nix. So, wir haben jetzt nochmal hin und her telefoniert. So, trotzdem passen. So, die brauchen wir auch. Das sind die englischen Anschlüsse. Ich nenne sie immer Wix-Anschlüsse. Die nehme ich jetzt in Not auch noch mal mit. Man weiß ja nie. Jo. Ach, ja. Halb drei Pause rum. Pause rum. Jo. Dann tingeln wir jetzt nach Cuxhaven. Auf jeden Fall heute Abend noch aufnehmen. Jo. Und dann schauen wir mal, ob das passt. Ob es passt oder nicht passt oder keine Ahnung. Ich weh das nicht. Das kriegen wir nachher zu sehen. In Cuxhaven.
So. Cuxport, Cuxhaven. Papiere sollte man vielleicht auch mitnehmen. Was haben wir denn jetzt? Kurz nach 18 Uhr. Tja, gehen wir mal gucken. Bin echt mal gespannt, ob wir das Ding aussatteln können oder nicht. So, in 15, 20 Minuten wissen wir es. Ich bin echt mal gespannt. Puh. Rein vom Messen her passt es nicht, was ich gemessen habe. Schauen wir mal. So, wo steht denn der Gerät? Hier ist Import Area. Da. Ja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Okay. Gehen wir gleich erstmal gucken, ob es hier überhaupt ist. Weil irgendwie ist das nur einer und irgendwie standen da zwei übereinander. Aber ne, den kriege ich so nicht. Gehen wir mal erstmal gucken, ob das überhaupt ist. Ja. Mit Glück ja. Aber nur mit viel, viel Glück. So viel dann zum Thema Kennzeichen. Da ist gar kein Kennzeichen dran, Leute. Oh, Bingo. Da ist eins dran, ja. Aber hinten ist keins dran. Da müssen wir mal einen Anruf machen. Ja, das müssen die Herren erstmal klären. So nehme ich ihn jetzt nicht mit. Fahr jetzt wieder raus, gib den netten Herren draußen seine Papiere wieder. So. Dann müssen sie sich dann morgen mal einen Kopf machen. Ich kann noch mal versuchen, einen zu erreichen, aber keine Chance. Da geht im Büro keiner mehr ans Telefon. Nö, gut, denn. Machen wir jetzt hier Feierabend, sollen die morgen verklären. Moinsen. So, wir haben es jetzt 8:30 Uhr. Es ist alles soweit geklärt. Ich habe auch jetzt alles zusammen hier. Also noch ein bisschen was dazugekommen. Ja. Ich werde das Ding dann jetzt rausholen. Ich habe es eben noch mal gesagt, ein bisschen Bauchschmerzen habe ich trotzdem. Aber naja. Ich verlasse mich jetzt mal drauf, dass das alles soweit ready to go ist. Ich sage hier, ein bisschen Bauchschmerzen habe ich trotzdem. Prost, Kaffee. Da kommt er ja schon mit seinem Muffi. Ja. So, bin mal gespannt. Oh. Oh. Dankeschön! Ich wusste es. Ist definitiv zu niedrig.
geil. Das ist zu wenig. Ansonsten bin ich zu hoch. Das war's. Das war's. Hier, schick mal einen mit dem Standardauto her. Auto komplett hochgepumpt. Das Ding liegt fast auf. Das ist zu wenig Bodenfreiheit. Hier wird der Boden, Bodenfreiheit ja mehr. So viel musst du haben. Habe ich aber nicht. Ja. Ich stelle ihn wieder hin. Und dann muss er den anderen hier schicken. Ein anderes Auto. Du kannst doch mit Mega auch keinen Tieflader fahren. Zumindest nicht so einen. Kein Schwerlast-Tieflader. Naja. Und dann warten wir die Entscheidung ab. So war das nix. So, das Ende vom Lied. Ja, wir hauen hier unverrichteter Dinge wieder ab. Wir haben jetzt alles versucht. Wir haben auch noch mal versucht mit der extra Stromversorgung. Irgendwie den Steiler zu stellen, die Sattelkupplung. Da hat sich nichts getan. Gar nichts. Da hat sich wirklich nichts getan. Also. Na. Weil hier die Werkstattleute haben hier auch eine Menge drauf, aber. Nee. Ja. Ja. Dann hauen wir hier wieder ab. Und fahren dann jetzt, trotz alledem, Richtung Kiel. So. Ja, hier steht denn doch nur eins, weil Schrammi rief zwischendurch an. Wie viel Chassis ist hier noch stehen? Ich hole jetzt hier das letzte weg. Also war das eine ganz gute Idee, dass unser Mützchen noch ein Chassis mitbringt. Ja, ja. Ja, komm schon. Manchmal, ne? Echt schlimm. So, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, um rüber zu fahren in Norwegen, Kai, weil von da soll ich nämlich zwei Voodoos mitbringen nach Kiel. Nach Travemünde. Jo.
Da müssen nämlich noch zwei Containers geholt werden. Wir haben es übrigens schon 15.24 Uhr, ne? Also viel produktiv war ich heute nicht. Containerplatz. Ja. Kollege ist noch nicht da, der mir einen aufsetzt morgen für Hamburg. Ein 30er. Deswegen eben die Spielerei mit dem Chassis. Aber wenn ich mich nicht irre, kommt er da gerade. Jo, das ist er. Container kommt morgen erst. Also alles wieder zusammengeschoben, zusammengebaut. Und dann fahren wir jetzt Richtung Feierabend. Ganz einfach. Ist auch erst halb sieben. Ich habe morgen erst um kurz nach acht angefangen. Na, dann machen wir Feierabend.